Ein 18-Jähriger hat in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas um sich geschossen und mindestens 19 Schulkinder getötet. Auch mindestens zwei Erwachsene sollen unter den Opfern sein. Den Ermittlern zufolge betrat der Schütze am Dienstagnachmittag die Grundschule in der Kleinstadt Uvalde und schoss los. Ein örtliches Krankenhaus bestätigte, dass sich vier weitere Menschen in Behandlung befinden, darunter eine 10-Jährige und eine 66-Jährige in kritischem Zustand. Sicherheitskräfte töteten nach ersten Erkenntnissen den 18-Jährigen. Bei dem Amoklauf handelt es sich um eines der verheerendsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Medienberichten zufolge soll der Schütze die bei der Tat verwendete Waffe vor rund einer Woche kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft haben. Über seine Motive war zunächst wenig bekannt. Vor seinem Amoklauf in der Grundschule soll der 18-Jährige bereits auf seine Großmutter in deren Wohnung geschossen haben. Sie sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die zuständige Behörde mit. Mit einem Auto soll der Schütze daraufhin zur Schule gefahren sein und dort einen Unfall gebaut haben. Anschließend sei er mit einem Gewehr in die Schule eingedrungen und habe losgeschossen. US-Präsident Joe Biden forderte als Reaktion auf die Bluttat in Uvalde striktere Waffengesetze. Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden, sagte er. Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen könne, sei einfach falsch. Bereits in der Vergangenheit wurden nach Amokläufen in den USA ähnliche Forderungen laut, ohne nachhaltigen Erfolg. Allein im vergangenen Jahr zählte das FBI 61 Amokläufe mit Schusswaffen im Land. Im US-Kongress lehnen viele Republikaner strengere Waffengesetze ab.